Hani, hallo und herzlich willkommen zu diesem kleinen Video, wo wir ein Mysterium auflösen. Und zwar geht es um diesen Community-Post, den ich vorgestern gepostet habe, mit dieser etwas kryptischen Beschreibung kaltverschweiß.jpg zusammen mit diesem Bild. Und ja, es wurde ein bisschen spekuliert, worum es da geht. Und ich würde sagen, ich kläre das Ganze jetzt mal hier auf was das Ganze sein soll, damit ihr auch jetzt mal ins Boot geholt werden könnt, beziehungsweise um die Metapher richtig anzupassen, damit ihr in den Zug einsteigen könnt. Also, das Ganze hier, wir gucken uns das einmal hier in groß an, das können wir gar nicht in groß angucken, ja, YouTube-Community-Posts sind auch echt ein Mysterium. Das Ganze hier ist ein Screenshot von Blender. Blender ist ein 3D-Modellierungsprogramm. Und diesen Screenshot hat mir mein guter Freund der Raphael zur Verfügung gestellt. Und ja, was wir hier sehen können, und das wurde auch schon hier richtig vermutet, unter anderem hier von Nordenite Gaming, hier BR402. Ich glaube, ja, die anderen werden es auch alle schon verstanden haben, dass das eine, ein ICE2 sein soll, und zwar der ähm, Triebkopf eines ICE2. Und das ist ein Projekt, an dem Raphael zusammen mit einem anderen Modder, ähm, meinem guten Freund Pascal, ähm, daran arbeitet. Und das Ganze soll als Mod für den PC kostenlos erscheinen. So, das ist erstmal der Plan. Ähm, mehr zu diesem Plan erzähle ich euch gleich. Ich würde sagen, ich habe noch ein paar mehr Screenshots für euch mitgebracht, damit ihr auch noch ein bisschen mehr zu gucken habt. Ähm, und dann erzähle ich gleich noch ein bisschen was über das Projekt und warum eigentlich das Ganze kaltverschweiß.jpg heißt. Genau, wir gucken uns hier mal nochmal einen Screenshot an. Hier, das ist glaube ich der ja, ein sehr ähnlicher Screenshot wie den, den ich gepostet habe. Hier nochmal von der Nase vom ICE 2 ähm, sieht auf jeden Fall schon sehr, sehr, sehr gut aus. Auch schon wirklich teilweise echt die Details sehr, sehr schön ausmodelliert. Der Führerstand ist auch schon vorhanden. Da, da, da habe ich euch auch noch ein Bild mitgebracht von innen. Gucken wir uns erstmal hier diesen Wagenübergang an. Hier auch nochmal. Ja, wie gesagt, das, sind alle, das ist alles erstmal nur ein 3D-Modell. Das ist noch nicht fahrbar in TSW. Das ist, hat auch noch keine Texturen oder sonst was. Ähm, das dauert noch alles. Ähm, aber zum Timeframe sage ich euch gleich was. Hier nochmal ein Bild von der Seite, so eine Seitenansicht. Auch wirklich sehr, sehr schön. Also das Modell ist wirklich gut gelungen, meines Erachtens. Und es sieht halt wirklich aus wie ein ICE 2. Ähm, hier nur der Führerstand. Die äh, ja, augenscheinlich größte Veränderung zum ICE 1 ist natürlich hier die Tatsache, dass wir MFAs haben und keine MFDs, also dass wir hier diese analogen Anzeigen haben, die ich persönlich ja, die ich persönlich präferiere. Ich muss sagen, ich finde äh, solche analogen Anzeigen immer ein bisschen schöner als digitale, weil digitale sehen irgendwie am Ende immer gleich aus, ne? aber so analoge Anzeigen haben immer so etwas ja, so Oldschool-mäßiges, so was Klassisches. Und die sind hier schon mal eingebaut. Hier ist dann die ähm, LZB-Anzeige, äh, ähm, die dann hier runterlaufen wird. Die ganzen Schalter, die PZB-Einrichtung und so weiter und so fort haben wir alles schon hier drin verbaut. Hier mal ein Bild von vorne. Und das ist nämlich das, äh, das Interessante. Das hier ist... Kein ICE 2, sondern ein ICE 1. Es gibt nämlich ein paar Leute, die behauptet haben, dass das vergleichsweise einfach ist, ein ICE, 2, ein ICE 1 zum ICE 2 zu machen. Ähm, man muss ja einfach nur... Äh, ja, also der Triebkopf ist ja im Grunde genommen der gleiche, mehr oder weniger. Und die Wagen ja auch. Und man muss eigentlich nur in einem dieser Wagen noch, ein, noch einen Führerstand irgendwie dran pappen und dann ist das Ding fertig. Aber wie ihr seht, das hier ist ein ICE 1 und das ist ein ICE 2. Es gibt große Unterschiede. Ne? Also, also, erstens, der ic 2 ist ein bisschen breiter, was äh, hier so diesen äh, Bereich angeht, diesen vorderen Bereich. Und zweitens, natürlich hier die äh, Klappe, hier vorne die Kupplungsklappe. Ihr seht es, ein großer Unterschied. Auch ähm, die Lichter, äh, komplett andere Positionen, zumindest hier die, die beiden Lichter unten, komplett anders positioniert. Ne? Also, das ist schon ein großer Unterschied. Der ICE 2 ähm, ist schon vom 3D-Modell her anders als der ICE 1. Die Personenwagen sind mehr oder weniger die gleichen. Ich glaube, nur der Innenraum ist dann ein bisschen anders angeordnet. Das ist aber auch kein Selbstläufer an Arbeit, sondern da steckt, all, da steckt wirklich sehr, sehr viel Arbeit schon ähm, drin und da wird auch noch viel mehr Arbeit hinein investiert. So, und jetzt kommt natürlich die Frage, die ähm, häufig erscheint: ähm, Wann ist das Ding fertig? Wo wird es zum Downloaden geben und was braucht man dafür? Wer kann das downloaden? Also folgendes: Es gibt noch keine, keinen Zeitrahmen, den ich euch nennen kann. Das Ganze ist noch ein sehr frühes Projekt. Das Ganze ist erstmal nur ein 3D-Modell, mehr erstmal auch noch nicht. Und es wird noch vermutlich lange dauern, bis das auch nur ansatzweise in einem Zustand ist, der, wo man sagen könnte, man könnte diesen Zug jetzt releasen. Ne? Also ich würde mir da jetzt nicht Hoffnung machen, dass es jetzt noch im Mai oder im Juni oder im Juli oder sowas erscheint, sondern ich würde tendenziell eher sagen, wenn wir ganz viel Glück haben, vielleicht gegen Ende des Jahres, vielleicht aber auch erst nächstes Jahr oder übernächstes. Also es ist wirklich schwer zu sagen, wie lange das Projekt wirklich noch braucht. Ähm, dazu kann ich euch aktuell noch nicht viel mehr sagen. Ähm, wo es das Ganze zum Downloaden gibt. Kann ich auch noch nicht sagen, aber ich würde, wenn ich raten würde, würde ich sagen, bei Trends Community das Ganze dann natürlich nur für den PC, weil das kein offizielles Third-Party-Produkt ist. Das ist kein Entwicklerstudio, das offiziell entwickelt für den TSW. Das ist auch ähm, nicht von DTG oder sonst was, sondern das ist wirklich ein Modding-Projekt, das mhm. nur für den PC dann am Ende auch dann natürlich gedacht ist, weil ähm, Mods können nicht auf der Konsole erscheinen. Und es wird vermutlich zum Download bei Trends Community geben und ähm, wird aber mit an ganz grenzender Wahrscheinlichkeit kostenlos sein. Ne, also da muss dann nichts irgendwie für gezahlt werden, sondern das Ganze kann dann kostenlos runtergeladen werden. Ich denke mal, dass der ICE 1 von Kassel-Würzburg als Voraussetzung gilt. Das heißt also, man muss auf jeden Fall den ICE 1 besitzen, denke ich. Also ich denke mal, dass das Modell nämlich darauf basiert. Das heißt also, der ICE 1 wird schon eine Voraussetzung sein, aber naja, ne, also Kassel-Würzburg kann man mittlerweile auch recht günstig bekommen in gewissen Sales, weil die Strecke jetzt auch nicht mehr extremst neu ist. Ähm, und bis die ICE 2 hier äh, irgendwann mal erscheinen sollte, ähm, wird auch die Strecke noch sehr oft äh, im Sale sein. Ne? Also kann ich auf jeden Fall dann empfehlen, äh, sich bis dahin vielleicht in einem Sale das Ganze schon mal geholt zu haben. Es kann auch natürlich sein, dass dieses Projekt niemals releasen wird. Nicht, dass dann irgendjemand sagt: Hier, Trains and Play, ich habe jetzt extra Kassel-Würzburg gekauft und jetzt kommt kein ICE 2. Ne? Also ähm, überstürzt da nicht, das dauert, das dauert eh noch lange. Ähm, aber so viel auf jeden Fall dazu, zu diesem Projekt. Und ähm, jetzt hier noch zu der letzten Frage, was ist eigentlich kaltverschweißt.jpg? Ähm, kaltverschweißt.jpg ist tatsächlich so eine Art kleiner, ähm, ja, so eine Art Insider, denn es gibt, ich glaube, mindestens ein ICE-2-Doppelzug, ich glaube aber sogar mehrere, bei denen es ähm, der Fall ist, dass... Zwei Triebköpfe miteinander gekuppelt sind. Und normalerweise sind ja ICE2s, wenn sie gekuppelt sind, es sind ja Triebkopf an Steuerwagen miteinander gekuppelt. Es gibt aber auf jeden Fall einige Züge, nicht viele, aber einige, ähm, wo Triebkopf an Triebkopf ähm, gekuppelt wurde, warum auch immer, und die sind kalt Das heißt, so, die können auch nicht mehr getrennt werden, ähm, sondern die bleiben so. Ne? Also oder, oder zumindest eine dieser Zuggarnituren, ähm, die. Ist auf jeden Fall so konfiguriert, dass sie so bleiben muss und äh, äh, wird auch bis ans Ende ihrer Tage Triebkopf an Triebkopf gekuppelt äh, durch die Gegend fahren und die Steuerwagen sind dann außen. Also so viel dazu in der Kaltverschweiß.jpg. Ähm, ja, genau. Also ähm, das Ganze hier mal aufgeklärt. Ähm, natürlich könnt ihr mir gerne in den Kommentaren äh, eure Meinung dazu hinterlassen und wie sehr ihr euch darauf freut. Und ob ihr Feedback vielleicht auch zum 3D-Modell oder sonst was habt. Ähm, ansonsten, wenn ihr technische Zeichnungen oder sowas vom IC2 habt, gerne auch immer her damit. Ich glaube, sowas kann auch ähm, ganz gut helfen im, äh, ja, im Arbeitsprozess. Ansonsten, ja, genau. Also, so viel dazu. Kleiner Scherz, den wir uns hier zusammen erlaubt haben. Äh, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit am Start. Macht es gut. Ciao, ciao und auf Wiedersehen.